Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ihr habt mich schon so oft darum gebeten, mit euch mal eine Tagesroutine zu machen, dass ich euch quasi zeige, wie so ein Alltag von Maxim und mir aussieht. Also ein Arbeitstag. Und ich dachte mir, das machen wir heute mal, weil ich glaube, dass es vielleicht ganz, ganz spannend sein kann. Wobei so viel passiert über den Tag eigentlich bei uns gar nicht, aber ich nehme euch heute den ganzen Tag mit, beziehungsweise die Kamera nimmt den ganzen Tag mit und ich zeige euch, was so, ja, alles so passiert. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber unser Morgen beginnt immer mit einem schönen Kaffee. Ohne Kaffee kann ich nicht starten. Es ist inzwischen 7 Uhr morgens und nach dem ersten Kaffee geht es eigentlich direkt zum Schreibtisch und da werde ich jetzt die erste Stunde meines Tages Tatsache Steuern machen, also quasi Sachen raussuchen, die ich ausgegeben habe, um das verrechnen mit den Einnahmen, bla bla bla. Das ist das allererste, was geschieht und dann wird sich mein Arbeitsplatz ein bisschen verändern, weil dann gehe ich aufs Sofa und schreibe an meinem Buch weiter. Das ist so der erste Teil des Tages, passiert eigentlich gar nicht mehr so viel, außer dass ich trinke, also Kaffee. Also die fleißigen Zuschauer von euch kennen diese Position schon. Das ist quasi mein Schreibtisch. Hier verbringe ich die meiste Zeit meines Tages und bin am Arbeiten. Oftmals schreibe ich jetzt auch auf dem Sofa, um einfach bequemer zu sitzen. Aber Tatsache, hier spielt sich das meiste ab. Hier checke ich eure Bestellungen. Das ist nämlich das Erste, was ich morgens immer mache. Ich gucke rein, was wurde bestellt, mache die Pakete fertig und bringe sie dann zur Post, wer jetzt in eine Bestellung reingekommen ist. Beziehungsweise manchmal warte ich auch einen Tag, um dann alles gemeinsam wegzubringen. Aber so sieht der klassische Morgen aus, immer hier an diesem Schreibtisch. Normalerweise liegt hier auch immer mein Kater, aber der hat sich heute wahrscheinlich gedacht, der wird in diesem Video nicht mir die Show stehlen wollen. Ja, ich glaube, ich fange jetzt mal an, ne? Ich weiß doch, dass du gleich kommst. Liam ist jetzt schon da und schleicht um meine Beine. Und es wird jetzt nicht lange dauern, dann wird Liam direkt hier neben mir auf dem Schreibtisch sitzen und den gesamten Arbeitstag mit mir zusammen verbringen. Bist du jetzt da? Guten Tag. Ja, das ist, zeig mal den Zuschauern nicht dein Po, Lia. Ja, das ist Tatsache unser Alltag, wenn wir hier arbeiten. Liam ist immer da und begleitet meinen Arbeitsalltag, was eigentlich sehr, sehr schön ist. Aber manchmal auch ein bisschen nervig, weil meine Arbeitsfläche, die habe ich schon letztes Jahr vergrößert hier, die ist dadurch trotzdem ein bisschen kleiner. Aber ich freue mich trotzdem, dass du immer da bist. So, Liam hat jetzt seine Position eingenommen. Hier wird er jetzt die nächsten 3 Stunden liegen und mich beobachten und alles kontrollieren, dass ich alles richtig mache. Und jetzt zeige ich euch mal, wie viel Platz der Kater auf meinem Schreibtisch einnimmt. Da bleibt nicht sehr viel. Aber ich bin schon froh, dass wir hier diese Ecke rangemacht haben, weil es war ja erstmal nur ein einzelner Schreibtisch, damit du auch ein bisschen Platz hast. Nicht wahr, mein Großer? Ja, ich weiß. Willst du heute ein bisschen tippen? Ein kleines Katzenbuch schreiben? Tipp, tipp, tipp. Ja, und eigentlich dauert es auch nicht lange, dann ist nämlich schon der zweite Kater da, nämlich mein Luke, und der wird sich nämlich jetzt hier auch gleich hinlegen. Und dann habe ich nämlich gar keinen Platz mehr zum Arbeiten, aber meistens wird sich dann, ja, also meistens nimmt dann Luke noch diese kleine freie Ecke, um dann auch bei mir zu sein. Aber trotzdem, es ist halt wirklich immer die gleiche Routine, es ist immer gleich. Ja, riecht gut? Hör auf. Benimm dich jetzt, weil wir die Zuschauer zugucken, hm? Legst du dich jetzt hin? Ja. So, nachdem ich jetzt die ersten 2 Stunden am Computer gearbeitet habe und ihr seht, Liam ist immer noch da, habe ich euch noch eine Kleinigkeit zu erzählen, die ich persönlich immer halt etwas anstrengend empfinde. Ihr wisst ja, dass ihr über meinem Verlag einkaufen könnt und ich biete ja verschiedene Zahlungsoptionen an. Und eine Zahlungsoption ist ja quasi, dass man auf Rechnung etwas bestellt. Das heißt also, man bestellt quasi ein Buch, bekommt von mir per E-Mail und per Post eine Rechnung zugeschickt. Und in der Regel hat man dann, weiß ich nicht, 2 Wochen, 1 Woche Zeit, diese Rechnung zu bezahlen und dann wird die Ware dann quasi rausgeschickt. Problem ist, dass es halt immer wieder Kunden gibt, und das ist vielleicht für euch auch ganz interessant, die ihre Rechnung einfach nicht bezahlen. So, und das ist wirklich immer sehr, sehr ärgerlich.
das ist auch der Grund, warum ich die Ware nicht schon im Vorfeld verschicke, weil ich glaube, ich würde, weiß ich nicht, auf einige Sachen ein bisschen sitzen bleiben. Und das ist echt ärgerlich. Und aktuell habe ich zum Beispiel auch wieder zwei Kunden, die bei mir bestellt haben im Wert von 150 Euro, aber die Rechnungen sind nicht bezahlt. Ich kann die Ware nicht rausschicken. Und das ist so etwas, was ich immer nicht verstehe. Wenn man etwas bestellt, dann bezahlt man doch seine Rechnung, oder? Also so ist es bei mir. Und das kommt Tatsache häufiger vor, als man sich das vorstellen könnte. Ihr seht, ich habe mich jetzt nach unten gesetzt, weil jetzt wird geschrieben, ein neues Kapitel. Und natürlich ist Liam auch da. Liam ist immer da, wo ich bin. Oder, Dicker? Bleibst du jetzt hier bei mir liegen? Ja, ne, du legst dich dann immer zu meiner Seite, wenn ich schreibe. Ich habe mir wirklich angewöhnt, auf dem Sofa zu schreiben, weil ich da einfach sehr viel entspannter bin. Und es macht auch Liam so viel mehr Spaß, weil ich einfach das Fenster habe, ich kann hier rausgucken, meinen Kaffee trinken und einfach die Ruhe genießen. Ich glaube, das ist auch absolut mein Traumjob. Das ist wirklich so das Schönste an diesem Beruf, hier zu sitzen und einfach zu schreiben. Besonders, wenn so eine kleine, süße Maus neben mir liegt die ganze Zeit. Hm? Ja, ich weiß, es ist schön, hier bei Herrchen zu liegen, ne? Aber jetzt benimm dich. Ich bin zurück am Schreibtisch, habe jetzt ein weiteres Kapitel geschrieben, bin fertig geworden, muss das jetzt ins Manuskript noch übertragen und dann mache ich meine erste Mittagspause heute. Also es ist jetzt ca. 15 Uhr. Ja, und dann geht meine Reise schon zu Maxim, weil wir wohnen ja nicht zusammen. Wir teilen ja uns quasi immer den Weg und heute bin ich dran, zu ihm zu fahren. Und dann würde ich sagen, wir gehen gleich weiter, wenn wir bei Maxim sind. So, Freunde, es ist inzwischen 18.30 Uhr sogar schon und ich bin bei dem lieben Maxim angekommen. Ich habe jetzt geparkt, habe schon das Ordnungsamt im Blick und dann ja, ist es bald soweit. Ja, ich habe keine Hose. Du hast auch keine Hose. Nein. Hallo. Du wusstest doch, dass ich mit der Kamera vorbeikomme. Ja, ich habe es ein bisschen vergessen. Hallo, Schatzi. Hallo. Ich bin jetzt bei dem lieben Maxim angekommen, wie ihr unschwer an seiner nicht vorhandenen Hose erkannt habt. Ich werde das rauspixeln. Jetzt zeige ich euch mal, was für ein leckeres Diätmahl mich erwartet. Ja, ich bin immer noch dabei. Ich glaube, man sieht es schon. Mir wurde letztens in den Kommentaren geschrieben, man sieht, dass ich ein bisschen weniger bin. Ja, hast du auch. Ich zeige euch mal, was hier auf dem Tisch steht. Schaut mal, es gibt hier so einen ganz kleinen, schönen Eau d'oeuvre. Du hast ja schon wieder keine Hose, dann kann ich ja schon wieder nicht rüberfilmen. Und ein Maultäschle-Salat. Schön. Ich bin jetzt bei Maxim im Bad. Ich glaube, ich habe hier noch nie gefilmt. Auf jeden Fall habe ich jetzt so eine kleine Aufgabe. Ich musste die neue Klobrille ranbringen. Das mache ich jetzt. Zeige ich euch aber nicht. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht unbedingt sehen will. Die Klobrille ist dran. Ja, da freue ich mich. Vielen herzlichen Dank. Da hinten steht ein Rollator. Ja. Es ist schon soweit. Es ist soweit. Ich habe es dir noch nicht gesagt, aber wir brauchen ihn jetzt. Du oder ich? Für Opi, ne? Genau. Der ist ja 92 geworden. Ja, ich habe jetzt gerade die Klobrille rangemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast es nicht rangeschafft? Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, weil... Also ich habe die Bedienung gelesen. So, und dann waren da so viele Teile. Dann habe ich das erste Teil reingesteckt, aber dann ging das andere Teil da nicht rauf. Und dann dachte ich mir, nee, Danny hat gesagt, wehe, ich schraube das an und es ist nicht ordentlich gemacht, weil dann haben wir in 2 Wochen genau dasselbe Problem wie vorher. Wir hatten, also ich kenne Maxim jetzt seit 2,5 Jahren und seit 2,5 Jahren habe ich das Gefühl auf der Toilette, ich würde auf dem Wackelpudding sitzen, ja, weil keiner seiner Klobrillen war jemals fest. Nee. Jetzt kann ich sagen, ich habe es gespoilert, aber wir haben dieses Problem jetzt endlich nach 2,5 Jahren gelöst. Ich fand diesen Mechanismus dieser Klobrille ziemlich cool, denn man kann auf den Knopfdruck die Klobrille einfach komplett abnehmen und darunter alles sauber machen. Oder in die Geschirrspülmaschine machen. Das weiß ich nicht, ob die Geschirrspülmaschine... Kann man. Lass es lieber. Mach ich. Nee, auf jeden Fall fand ich das gerade eine sehr interessante Sache. Falls ihr auch eine neue Klobrille haben wollt, schreibt mich gerne an, dann verlinke ich euch diese Klobrille. Super Sache. Denn die kommt vorbei und schraubt sie euch auch an. Kostet extra. 2 Mark. Ja. Nein, aber vielen herzlichen Dank, da freue ich mich sehr, weil die letzten 3 Tage war es natürlich. Naja, gut. Du hast nicht 3 Tage lang ohne Klobrille verbracht, ne? Ja. Nein, aber ich habe mir sie einfach aufgelegt. Ja, du, aber ja. War ja dann wie immer. Genau, deswegen war es nicht so schlimm. Aber was reden wir über Klobrillen? Ja, heute ist ein sehr interessantes Video. Maxim weiß es ja nicht gar nicht so genau, aber ich habe heute quasi den Alltag von mir bzw. von uns gevloggt. Und das war ja im Prinzip, ich glaube, gar nicht so spannend für die Zuschauer. Aber das ist der Alltag.
Ja, das ist der Alltag. Ich habe nie gesagt, dass ich einen mega interessanten Job habe. Also es spielt sich Tatsache sehr viel bei mir zu Hause oder bei Maxim in der Wohnung ab. Mehr passiert da eigentlich auch gar nicht so viel. Ich habe Büvers habe ich heute Morgen, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich habe die Zuschauer mitgenommen mit den Katern. Und jetzt haben sie es mal alle live gesehen, dass ich, obwohl ich so einen größeren Schreibtisch habe, ich trotzdem nur ganz, ganz wenig Platz habe. Aber ich glaube, das ist doch das Schöne, dass man diese kleinen Mausepausis am Schreibtisch hat. Ja. Wie war denn dein Tag? Gut, ich hatte heute Morgen, was habe ich denn heute Morgen gemacht? Ich glaube, ich habe gedreht heute Morgen für ein Projekt, fürs Fernsehen tatsächlich. Und kommen wir ins Fernsehen? Nee, aber ich vielleicht, man weiß es noch nicht. Weiß ich noch gar nicht. Ne, das, was da steht hinter der Cola-Flasche. Was ist das? Darf ich nicht sagen. Es ist so furchtbar, dieses Leben. Naja. Und dann habe ich einen Livestream gehabt. Dann habe ich was Kleines gegessen. Da, wo der Postbote 15 Mal geklingelt hat? Oh Mann, das tat mir so leid. Ich habe extra schon hier, ich habe hier so eine Glastür. Und ich habe auch extra diesen Hörer runtergemacht. Damit ich dachte, dann klingelt es nicht. So, dann war ich oben im Livestream und wirklich so nach Minute 37 von 60 klingelt es. So. Und das Problem ist, mein Studio ist sehr einsehbar von außen und man sieht das, wenn ich da oben bin. Aber ich konnte nicht runtergehen. Ich kann ja den Livestream nicht verlassen. Und anstatt ein-, zweimal zu klingeln, hat er oder sie, ich glaube, ich weiß auch, wer es war, bestimmt, ungelogen, 15 Mal geklingelt. Ja, ja. Und zwar Sturm. Und ich saß so, und jetzt zeige ich euch, wie man hier den D-Chatten so ein bisschen verblenden kann. Und das hat halt die ganze Zeit geklingelt und man hat es gehört. Ich habe es mir im Nachhinein angehört. I'm sorry. Super anstrengend. Ja, aber gut, ich konnte halt nichts machen. Ich kann auch nicht aus dem Fenster brüllen und sagen, jetzt hör auf zu klingeln. Freunde, so war unser Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Und wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt, vielleicht wo ich ein bisschen Abwechslung dann auch bei zeigen kann, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und wir sagen jetzt tschüss, verabschieden uns in einen gemütlichen Fernsehabend. Ja. Und ich kann endlich wieder auf die Toilette gehen. Schauen wir den Film, den zweiten Teil heute? Ja, ich befürchte es. Na, bis zum nächsten Mal, Süßen. Tschüss.